Hey, grüße das Gemüse. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge A Plague Tale Innocence, Kapitel 7, der Pfad vor uns. Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Sag mal, warum zum Teufel ist die Inquisition hinter euch her? Was ist so besonders an dem kleinen Kerl? Das ist kompliziert. Was ist mit deinem Bruder? Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Hey, verlieb dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Was? Nein. Hey, eine Mühle! Ja, wir nutzen sie zur Überquerung. Wow! Langsam. Verschlossen. Ich mach das. Ist offen. Oh, das ist ja riesig. Damit malt man den Weizen. Die Strömung ist zu stark. Wie kommen wir auf die andere Seite? Indem wir es anhalten. Und wie sollen wir es anhalten? Dann bleib hier. Na gut. Die Strömung wird schwächer ab. Geh weiter, Hugo. Ich kann nicht rüber, solange sich das Rad noch dreht. Gut, sehr gut. Kopf, das überlasse ich dir, Hugo. Du musst das Rad anhalten, Amicia, so geht es nicht. Dein Einsatz, Melly. Schön, dann Schleuse und Bremse. Kriegst du das hin, Melli? Melli, ich brauche deine Hilfe. Ach Gott. Dein Einsatz, Melli. Hugo, kümmerst du dich darum? Na gut. Ah. Es funktioniert. Klasse. Kriegst du das hin, Melli? Ah. Jetzt werden wir rausfinden, ob es hält. Tja, sieht nicht so aus, als würde ich heute baden gehen. Warte. Gut. Geh weiter, Hugo. Sofort. Ah. Ihre Geräte. Die Zugbrücke wäre unten, Prinzessin. Versucht nicht ins Wasser zu fallen. Halt! Na gut. Das überlasse ich dir, Hugo. Ja.
Na bitte, siehst du ein Kinderspiel? Wir haben die Mühle besiegt. Wenn es die Inquisition bis hierher schafft, müssen sie hier erstmal vorbei. Kann ich da schauen? Das ist blöd. Schade. Rührt euch nicht vom Fleck, ich bin gleich zurück. Ich warte. Die Luft ist rein. Direkt hinter dir. Wartet hier. Ich warte. Gut gesehen. Danke. Sieht gut aus. Klar. Komm, Melly, wir versuchen hochzuklettern. Also schön. Und was ist mit mir? Wir sind bald zurück, versprochen. Na gut. Hier ist nicht viel. Hey, und was ist es denn? Ein Hufeisen. Toll, wir sind reich. Das macht uns zwar nicht reich, aber Glück können wir gut gebrauchen. Bleibt hier. Es dauert gut. Sehr gut. Alles klar. Gehen wir weiter. Wir können hier durch. Na los! Versuchst du mich zu beeindrucken? Nein. Gut, kommt mit. Es ist schön hier und es riecht nach Erde. Das Aquädukt. Ist Lukas hier? Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen an euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht dem Erdboden gleichgemacht. Die Gegend hier soll verflucht sein. Amicia? Sie macht nur Spaß, Hugo. Ja, natürlich. Seit wann hört man von mir die Wahrheit, hä? Leber. Amicia. Hugo, was ist denn? Komm her. Oh. Hugo? Hugo, sieh mich an. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist, als ob etwas in mir wächst. Meine Beine, sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut, schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp! Tut mir leid. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Lukas versucht, die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Amicia, ich habe solche Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Endlich. Hilf mir mal, das hochzuheben. Ich komme. Hugo, bitte geh wieder runter. Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an! Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition.
Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia? Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch, sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Siehst du was? Nein, nichts! Hey, Jungs! Hier rüber! Ich brauche Hilfe! Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertrau mir einfach. Und dein Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. Hey, Mist! Runter! Er trägt einen Helm. Devorantis! Was? Devorantis. Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Das haut jedem den Helm vom Kopf. Mach mir mal was davon fertig. Gut. Los! Na los, ich erzähle allen, dass ihr euch wacker geschlagen habt. Das geschieht ihm recht. Das ist laut. Wie wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung? Scheiße, da drüben, da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Weißt du, wo die Schleifsteine sind? In einer der Kisten. Aber da herrscht höllisches Durcheinander. Na gut. Kurz und schmerzlos, gefällt mir. Wenn zwei von denen unterwegs sind, sind hier sicher noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Wir müssen zurück zum Akadukt. Ich weiß. Wo ist das Château d'Ombrage? Hier entlang, folgt mir. Überall Spuren. Hier wimmelt es von Wildschweinen. Seht ihr das beleuchtete Fallgitter da drüben? Das ist unser Ausgang. Hör zu. Amicia, du hast die Schleuder. Du gehst zuerst. Hugo, halt die Augen offen und sei leise. Ist gut. Verstanden. Die anderen. Sofort.
Sie suchen immer noch nach mir. Steh auf! Warum steht er nicht auf? Da drüben! Ich hab sie gefunden! Eindringling! Oh. Kacke! Das wird nicht einfach. Was ist das? Meine Güte, das ist nicht so ohne.
komisches Geräusch. Das kam doch von da drüben. Stimmt, du warst ja da. Die Kinder sollen die Engländer ganz schön auseinandergenommen haben. So eine Explosion habe ich noch nie erlebt. Mir klingeln jetzt noch die Ohren. Nichts. Wir haben den Halunken erwischt. Ich sollte mich ein junger beruhigen. Dean, der den Deruns geholfen hat. Er sitzt in der Bastion und wird verhört. Dann kann er sich glücklich schätzen. Wüsste er nichts über den Jungen, hätte man ihn sofort zu Frischfleisch verarbeitet. Oh, Scheiße. Scheiße, Scheiße. Melly, ach, nein. Später. Nichts. Das sind doch bloß Kinder. Wahrscheinlich verstecken sie sich irgendwo im Gebüsch. Bloß Kinder? Dafür suchen aber jede Menge Männer nach ihnen. Und der Großinquisitor setzt Senior Nicolas ganz schön zu. Nicolas hat schon Schlimmeres erlebt. Man nennt ihn nicht umsonst den roten Mönch. Da drüben was gehört. Nein, nichts. Gar nichts. Was ist es? Was war das? Ich seh mal nach. Kommt, Männer! Wir haben hier Eindringlinge! Das kann nicht sein! Das ist ja Witz. Stimmt, du warst ja da. Die Kinder sollen die Engländer ganz schön auseinandergenommen haben. So eine Explosion habe ich noch nie erlebt. Mir klingeln jetzt noch die Ohren. Aber wir haben den Halunken erwischt. Ein junger Dieb, der den Deruns geholfen hat. Er sitzt in der Bastion und wird verhört. Da kann er sich glücklich schätzen. Wüsste er nichts über den Jungen, hätte man ihn sofort zu Frischfleisch verarbeitet. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Melly, ach, nein. Später. Das ist ein komisches Geräusch. Und? Immer noch nichts? Das sind doch bloß Kinder. Wahrscheinlich verstecken sie sich irgendwo im Gebüsch. Bloß Kinder? Dafür suchen aber jede Menge Männer nach ihnen. Und der Großinquisitor setzt Senior Nicolas ganz schön zu. Nicolas hat schon Schlimmeres erlebt. Man nennt ihn nicht umsonst den roten Mönch. Was geht denn da hinten wieder vor? Sehen wir mal nach. Sind wir da? Das Gitter ist unten. Es gibt immer einen Nebeneingang. Wow. Da nichts wie raus hier. Weiter. Los. Sehr freundlich von euch, eure Hoheit. Los, weiter. Was habt ihr mit mir vor? Vorsicht!
vorsichtig. Da ist Lukas. Bald kommt der Karren mit neuen Vorräten. Sie werden dich in die Stadt mitnehmen, zur Bastion der Inquisition. Amicia, hast du noch was von dem Devorantis? Ja. Dann los, schieß ihm den Helm vom Kopf. Hey, Lukas. Ich bin so froh, euch wiederzusehen. Hey, du siehst nicht übel aus. Ja, ich war in einem Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Boom, dann sind wir zu Mellies Haus. Und sie hat viel geflucht. Das habe ich gehört. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Könnten wir das unterwegs besprechen? Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf warten, dass sie uns abschlachten? Was meint ihr? Du hast recht. Gehen wir. Das Chateau sollte nicht mehr weit sein. Na dann los. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt. Wie es aussieht, habt ihr einigen Ärger gehabt. Sag bloß. Du hast ganz vergessen, uns von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. Was ist hier passiert? Etwa ein Unfall? Ein Karren der Inquisition. Die Ratten. Da drin ist sicher etwas, das wir gebrauchen können. Wie sollen wir da nur vorbeikommen? Oh, Amicia, ich habe etwas für dich. Ich habe Ignifer weiterentwickelt. Zu Luminosa. Du wirfst es mitten in die Ratten und... Na, du wirst schon sehen. Hier, nimm. Salpeter, Alkohol und Leder. Alles gut vermischen. Gerne doch. Wirf es auf die Ratten. Luminosa. Das brennt in den Augen. Das hat sie pulverisiert. Was? Lukas, der Karren ist randvoll mit alchemistischen Zutaten. Das ist nur logisch. Die Inquisition. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Ich weiß zwar nicht, was sie vorhaben, aber diese Karren werden uns noch nützlich sein. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Das sollte mir die Sache erleichtern. Schön. Das Aquädukt, wir sind fast da. Na endlich. Jetzt werden wir mehr erfahren. Ich helfe dir hoch. Ja. Gehen wir das Aquädukt drauf? Hugo, es heißt Aquädukt. Oh. Aquädukt. Aquädukt. Melly, wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Gut gesehen. Komm, hoch mit dir. Na gut. Was? Ist das alles? Hier ist nichts. Lukas, sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein, nein. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Wie wär's mit? Nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst.
Wer geht zuerst? Gut gemacht. Amicia? Los, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Das ist mein Mädchen. Nicht übel. Ist das das Meer? Nein, nur Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Ponton. Dieser Ort wurde von Menschen genutzt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich habe noch nie von diesem Ort gehört. Und das Chateau, wo ist es? Wenn du es unbedingt wissen willst, wir müssen erst hier rüber. Gut gemacht. Ich bin gleich wieder da. Bleibt hier. Gut, mach schnell. Amicia, komm zurück. Beruhige dich, uns geht's gut. Tut mir leid, ich hatte Angst. Das sieht gut aus. Hier bin ich. Eine Seilfähre. Eine was? Melly, übernimmst du? Lukas! Schlaf nicht, sondern hilf mit. Ja. Das Wasser ist grün. Ja, weil da unten viele Geschöpfe leben. Denen muss ziemlich kalt sein. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Das war so kalt, ich musste heulen. Da hätte ich auch heulen müssen. Euer Boot wartet. Soll ich einsteigen? Ja, Hugo, steig ein. Hoffentlich können sie schwimmen. Gut festhalten. Los geht's. Wow. Ich sehe gar keine Fische. Oh, das liegt an dem Monster. Was, ein Monster? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Gut, hier steigen wir aus. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber ein kleiner? Kann sein. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Oh. Ihr seid dran. Wir kommen. Gut. Ihr könnt loslassen. Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Ich mag nur Wasser nicht so besonders. Das ist alles. Melly, hör zu. Ich wollte dich nicht anrufen. Ich dachte, Amicia und Hugo sterben vielleicht. Ich hatte Angst. Ich... Vergiss es. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt. Abgemacht? Na gut. Worüber habt ihr gesprochen? Erwachsenen-Dinge. Los, gehen wir weiter. Ach, verschlossen. Nicht mehr lange. Lasst mich mal vorbei. Fertig. Na bitte, natürlich. Die haben mir gerade noch gefehlt. Was ist das hier für ein Ort? Das... Nein, das kann nicht sein. Das muss ich mir näher ansehen. Diese Grube. Was denn, Lukas? Was ist denn, Luke? Dieses hängende Feuerbecken kann den Graben entlangschwingen. Lukas! Und dies da aus der anderen Richtung. Eine Verteidigungsanlage. Wie bei einer Burg?
Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melly. Während die Jungs tagträumen, gehen wir weiter. Wer hat das gebaut? Vielleicht, irgendwelche Ritter? Ich glaube nicht, dass Ritter mit Stein und Mörtel umgehen können. Aber Handwerker. Und zwar eine ganze Menge von ihnen. Lukas, der Bau ist schon lange her. Aber die Ratten sind erst seit kurzem hier. Du hast recht. Bei dem Gedanken kriege ich Gänsehaut. Na los, in den Graben. Wir müssen auf die andere Seite. Gut, kommt mit. Komm, ich hebe dich hoch. Ja. Gut, ich kümmere mich um die Tür. Na los, kommt rüber, ihr faulen Pelze. Überall diese verdammten Ratten. Eins muss man ihn lassen. Die Anlage ist sehr effizient. Perfekt, dann los. Man ist nichts noch. Ich gehe zuerst. Mhm. Noch eine Tür. Könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs. Komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Seht mal, wir haben es gefunden, das Chateau. Wow. Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber... ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Dein Einsatz, Melly. Also schön. Ist erledigt. Soll das die Wundermedizin sein, von der Sie gesprochen haben? Riecht nicht besonders gut. Wenn es nicht stinkt, hilft es nicht. Da hast du nicht Unrecht. Ich weiß nicht wie. Oh, hast du das gesehen? Der Blitz. Sie haben Angst vor Blitzen. Lass es uns versuchen. Ist das euer Ernst?
Boah. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Nie wieder. Ein Gebäude. Unglaublich. Hier haben mal Leute gewohnt. Wir sind zu weit oben. Keine Sorge, Hugo. Jetzt, na los, na los. Was musst du helfen? Nicht, noch nicht, noch nicht. Los, wir werden es schaffen. Ich werde dir helfen. Ja, gut. Puh. Geht es euch allen gut? Haben wir es geschafft? Wirklich? Geschafft. Wir sind da. Seht euch das an. Chateau d'Ombrage. Oh, von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein, los. Oh. Ha, unglaublich. In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Verschlossen. Kannst du das übernehmen? Ja, das Schloss ist ganz schön alt. Da hat sich was bewegt. Ist offen. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. Da, ein Feuerbecken. Ob ich es anzünden kann? So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Gut, komm, Hugo. Solange wir sie aus dem Weg räumen. Also los, die Belagerung des Chateau d'Ombrage. Zwei Mädchen gegen tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Lino, sie bewegen sich. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Ratten sind dein Spezialgebiet. Sehr großzügig. Schon gleich viel besser. Ohne Melli werde ich es nicht schieben können. Hey, seht mal! Wozu die Grube gut ist. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Melli, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Ich kann es kaum erwarten, da oben zu sein. Seht sie euch an. Wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof. Aber das ist unser Schloss.
müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Und sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Denkst du, du kriegst das hin? Verstanden. Oh, das könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut. Ich wärme mich hier nur auf. Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Wall hochklettern. Dann hoch mit dir. Wir werden es schaffen. Hugo und wir alle werden in Sicherheit sein. Ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es sind zu viele. So werden wir es nie schaffen. Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon klitschnass. Bitte, rein in die Grube mit euch! Ja, perfekt! Geschafft. Jetzt nun... Ach, da unten sind immer noch Ratten. Ich brauche das Feuerbecken. Also gut, auf ein neues! Ja, alles klar, Hugo? Keine Sorge, der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Das ist schon besser. Ich wäre soweit. Kletter hoch, ich helfe dir. Also schön. Die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Und so eroberten Amicia die Amazone. Und Melli die Verstohlene. Das Chateau d'Ambrage.
Du hast so viele Bücher gelesen. Ich... Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Na, was willst du von mir? Was da? Was war das? Nichts, nur ein beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Mir liegen Gewölbe. Wie soll ich da nur hochkommen? Du brauchst eine Leiter. Aber die verfluchten Ratten sind überall. Ja, aber sehr witzig. Super. Ich brauche dich hier. Bin unterwegs. Gut, dann also nochmal. So erobert man ein Schloss. So wird man krank. Nein, meine Geschichte endet anders. Ach so.
geschafft. Und mit diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Heim. Hör auf damit. Komm schon, hier gibt's sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut, ich verstehe. Jetzt lass die Drachen frei. Na los, zurück mit euch, ihr Mistviecher. Weicht zurück vor Amicia der Amazone und Melly der Furie. Was? Melly die Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht. Geschafft! Wir haben sie zurückgedrängt. Die Burg hat uns das Leben gerettet. Ja, Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern, ja? Natürlich, auf zum Turm! Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf! Es ist riesig! Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Eine lange Folge geht zu Ende. Danke fürs Zusehen. Bussi aus Bauchi. Euer Lizinator.